Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Und diesmal auch wirklich versus, denn im letzten Part kam Professor Layton wieder zurück hier in den Prozess und hat sich jetzt auf die Seite der Inquisition gestellt und er will unbedingt beweisen, dass Sophie doch die große Hexe Arcana ist. Ich glaube ja, dass er das Ganze nur tut, um quasi den Phoenix anzustacheln, dass der Phoenix die Wahrheit herausfindet und dass es eben natürlich Sophie nicht war, logischerweise. Mal gucken, wie sich das dann hier noch alles entwickeln wird. Wir können mal uns kurz auch durchlesen, denn es gibt einen neuen Teil der Geschichte, genau, und zwar Inquisitor Layton. Als der Professor mit dem entscheidenden Beweis auftauchte, was tat er? Er ging zum Inquisitorenpult. Wir waren so nah dran. Und jetzt behauptet der Professor, dass Sophie tatsächlich Arcana ist. Wir dürfen nicht aufgeben. Doch was können wir gegen den Professor Layton schon ausrichten? Also jetzt bitte, komm, ihr seid doch jetzt auch nicht so blöd, ihr beiden. Also Phoenix und Maya. Das wirst du schon hinkriegen, Phoenix. So. Wir haben auf jeden Fall schon jede der Aussagen von Blauja in diesem Kreuzverhör angegriffen. Genau, denn Blauja ist jetzt eben im Zeugenstand, weil wir glauben, dass sie sehr viel Dreck am Stecken hat. Und wir wollen nochmal diese dritte Aussage hier angreifen, weil, ich glaube, die dritte war es, wo nämlich die Bella reagiert hat. Warte kurz. So, das hier nämlich. Jeder, der versucht, seinem Willen zu entgehen, muss sofort ausgeschaltet werden. So, so. Sekunde! Entschuldigt, Frau Dorner. Zeugin? Ja... Kein Wunder, sie erinnert sich wirklich nicht an ihren Namen. Ihr scheint über etwas nachzudenken. Habt ihr euch an etwas erinnert, das die Aussage der Großinquisitorin ergänzt? Nein, es tut mir leid. Nichts Spezifisches. Es ist nur... Ich bin etwas enttäuscht von mir selbst. Enttäuscht? Ich bin den ganzen Weg nach Labyrinthia gekommen, um meinen Auftrag zu erfüllen, aber... Ich habe versagt und wurde festgenommen. Unabhängig von eurem Versagen ist der Schöpfer gestorben, wie vorhergesagt, oder nicht, Frau Dorner? Heute Abend, als es stark geregnet hat, bin ich an meinen vorbestimmten Ort angekommen. Natürlich war der Glockenturm von Wachen umringt, 10 um genau zu sein. Ich war sehr nervös. Sie muss von den Amateurwachen sprechen. Ich habe mir gesagt, bleib ruhig, solange du die Robe trägst, geht das schon gut. Wer hätte gedacht, dass ich so falsch liege? Aber das wäre alles nicht passiert, wenn ich vorsichtiger gewesen wäre. Genug. Das Hohe Gericht erwartet mehr Reue für eure vergangenen Schandtaten und weniger Grübeln darüber, was sein könnte. Stimmt etwas mit Bellas Aussage nicht? Könnte jetzt eher irgendwas nicht stimmen. Das hatten wir im letzten Part auch schon, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht etwas anzweifeln darf, wo da gar nichts anzuzweifeln ist. Aber irgendwas war da jetzt auf jeden Fall komisch. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich ein Widerspruch direkt war irgendwo, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Diese Aussage im letzten Part, wo Phoenix sich auch schon dachte, ob da vielleicht irgendwas ist von Gloria, da war nichts, aber hier ist jetzt irgendwas. Ich meine, das ist ja auch die letzte Möglichkeit, die wir haben. Ansonsten haben wir gar keine weiteren Möglichkeiten mehr. Andererseits muss ich bedenken, wenn ich jetzt auf etwas stündlich gehe, muss ich danach irgendwas beweisen. Und habe ich sowas? Das weiß ich jetzt nicht. Also das Problem ist, mir fällt gerade nichts ein. Eigentlich sollte man nur auf etwas stündlich gehen, wenn man auch einen Beweis hat. Aber irgendwas stimmte da nicht. Ich habe da ein gutes Bauchgefühl. Und ich verlasse mich mal auf mein Bauchgefühl. Ein Moment. Eine Frage zu eurer Aussage, Frau Dorner. Ihr habt gedacht, dass es keine Probleme geben würde, solange ihr die Robe tragt. Oder trägt. Ja, das ist richtig. Also kann man sagen, ihr habt die Robe noch immer getragen, als ihr oben im Glockenturm wart, oder nicht? Ja, ich habe sie die ganze Zeit getragen. Aha, da haben wir es. Zumindest, bis ich angegriffen wurde. Dabei wurde meine Robe vom Wind mitgerissen. So, jetzt natürlich die Frage. Wie hat denn der Angreifer eigentlich dann die Bella erkennen können? Naja, der Angreifer muss jemand sein, der auch die Robe sehen kann. Frau Dorner, das hören wir zum ersten Mal. Wirklich? Ich denke, ich muss es vergessen haben. Euer Ehren, vielleicht sollten wir diesen Beweis in der Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Selbstverständlich. Okay. Robe der Nacht, die Bella trug, als sie angegriffen wurde. Sichtbar nur für Purgiswaldbewohner. Frau Gloria, führt eure Aussage fort. Ja, und sie merkt langsam schon, dass das gar nicht so läuft, wie sie es eigentlich will.
So, ich denke mal, ich darf jetzt schon präsentieren. Und zwar, diese Aussage hier. Ich ging die Treppe hinauf und bemerkte einen Eindringling mit dem Rücken zu mir. Ich habe die Person dann festgenommen. Ja, und natürlich ist es ein Widerspruch, zu der Robe. Denn die Bella hat die Robe immer noch getragen. Und das geht nur, im Prinzip, dass sie sie dann gesehen hat, wenn sie selber aus dem Purgiswald kommen würde. Ist das jetzt schon richtig? Ich denke eigentlich schon, oder? Weil ich habe ansonsten nichts anderes mehr. Ich nehme auch mal keinen Tipp, weil das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, finde ich. Das dürfte passen, ne? Ja, schon. Der Rest haben wir ja schon alles angehört. Doch, das müsste eigentlich richtig sein. Okay. Und los. Einspruch! Falsch? Echt jetzt? Ah, nee, doch. Okay, ich dachte schon. Weil die Musik noch kurz weiterging, aber jetzt hört sie auf. Die Person, die ihr gesehen habt, als ihr den Turm betreten habt, war also in Wirklichkeit Frau Dorner. Das Problem daran ist, dass das nicht möglich gewesen wäre. Wovon sprecht ihr, Verteidiger? Frau Dorner, oder sollte ich sagen, die Zeugin, hat ausgesagt, dass sie im Glockenturm ihre Robe der Nacht getragen hat. Das heißt, Frau Lawyer kann die Zeugin unter keinen Umständen gesehen haben. Oh, ihr habt recht. Jeder, der die Robe trägt, wird unsichtbar. Genau, aber eine bestimmte Gruppe kann jeden sehen, der eine solche Robe trägt. Und wer soll das sein? Nur Bewohner des Purgiswaldes können diese Robe sehen. Kommt man aus dem Purgiswald, kann man dieses Ding, was, diese Dinge problemlos sehen. Einspruch. Oh, Layton. Also, was ihr sagen wollt, Herr Wright, ist, dass Frau Lau ja in Wirklichkeit aus dem Purgiswald kommt. Ist das richtig? Sie soll dieses Mädchen gekannt haben. Genau, Herr Layton. Was? Was soll das? Hat auch am Tisch. Höchst imposant, Herr Wright. Allerdings scheint ihr eine Kleinigkeit übersehen zu haben. Übersehen? Ihr sagt, Frau Lawyer sah etwas, das sie nicht hätte sehen können. Allerdings gibt es noch eine andere Erklärung für die Geschehnisse heute Abend. Hat er gerade gesagt, was ich denke, dass er gesagt hat? Es ist recht simpel. Die Zeugin hat die Robe nicht getragen. Wovon sprecht ihr, Inquisitor? Die Zeugin hat bewiesen, dass wir ihren Erinnerungen der Geschehnisse heute Abend nicht trauen können. Ich glaube, dass sie die Robe bereits abgelegt hatte, als sie die Spitze des Glockenturms erreicht hat. Jetzt argumentiert Layton damit auch schon, mit Erinnerungen, mit falschen Erinnerungen und sowas. Was? Es ist, wie er sagt, Inquisitor. Wie ihr sehen könnt, Verteidiger, sind eure Beobachtungen reine Spekulationen. Diese Zeugin hier hat das Hohe Gericht die ganze Zeit über belogen. Das ist die einfachste Erklärung. Einspruch! Einen Moment mal. Die Zeugin hat eine klare Aussage gemacht. Ist das nicht richtig, Frau Dorner? Ich bin nicht sicher. Was? Ich meine, meine Erinnerung ist etwas schwammig. Das kann doch nicht sein! Das ist aber jetzt schon fies vom Layton. Es scheint nicht so, als ob diese Befragung zu neuen Erkenntnissen führen kann. Euer Ehren, ich schlage vor, wir setzen das Kreuzverhör fort. Ah, what? Eine glorreiche Idee, Inquisitor. Wir hatten es doch schon. Nun denn, Frau Lawyer, führt eure Aussage fort. Wie ihr wünscht. Egal, wie man es dreht und wendet, Bella wirkt, als würde sie etwas verheimlichen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sie zum Reden zu bewegen, Nick? Egal, was Bella sagt, Gloria bleibt ruhig und findet eine Ausrede. Ja, das wird nicht einfach, so viel ist klar. Deshalb müssen wir uns auf Gloria konzentrieren, wenn wir das tun. Oder bloß, wenn wir das tun, wird Bella früher oder später etwas sagen, das uns weiterhilft. Oh, Nick, das ist ja dein geheim, was gemeingefährlichster Plan bisher. Alles klar, ich weiß, in dieser Aussage sind noch ein oder zwei Hinweise und ich werde sie finden. Ich sollte mir die vorherige Aussage noch einmal anhören. Es muss den ein oder anderen Widerspruch geben. Die vorherige nochmal. Okay. Ja. Das war ja auch die, wo die Bella drauf reagiert hat. Was natürlich auch noch sein kann, vielleicht ist... sagt ihr jetzt was anderes? Nee, ist glaube ich dasselbe, genau. Was sein kann, ist, dass ich einfach...
später auf die Bälle reagieren muss. Weil die hat es nämlich dann bei den folgenden Aussagen auch noch was sagen wollen. Aber es gibt absolut keine Möglichkeit, wie ihr einfach hättet verschwinden können. Der einzige Weg wäre eine Robe wie diese oder Magie. Die Nacht des Jungverteidiger, ihr solltet eure theatralischen Ausbrüche für später aufheben. Was? Es gab einen sehr einfachen Weg, in den Glockenturm zu schleichen. Was denn, wenn ich jetzt befrage? Ich hätte immer noch die Sprechblasen. Sekunde. Machen wir mal. Entschuldigt, Frau Dorner. Zeugin. Ist aber dasselbe. Ja. Ist genau dasselbe. Ist also nicht richtig. Das ist ja schade. Ich meine, Phoenix hat ja gesagt, dass ich die vorherige nochmal angreifen muss. Das war schon richtig. Aber hier ist genau derselbe Text, nichts Neues. Okay. Dann werde ich die mal nochmal durchlaufen lassen, aber das haben wir ja auch schon mal gemacht. Ich meine, wir haben doch jetzt schon wieder alles gemacht, ne? Wir haben doch jede Aussage schon angegriffen und alle möglichen Konstellationen und sowas haben wir schon ausprobiert. Ja, ich lass mal schon trotzdem ganz durchlaufen, ne? Weil am Ende jetzt nochmal irgendwas anderes vielleicht ist oder so, nachdem jetzt wir das gerade eben gehört haben. Ich weiß noch nicht genau. Keine Ahnung. Jetzt hat sie keine Sprechblasen mehr. Beim Schöpfer, muss ich euch alles erklären? So, mit ihrer komischen Pfeife da. Ja, das kennen wir aber auch schon. Ich meine, jetzt sagt sie ja nichts. Ich meine, jetzt sie zu befragen, macht ja keinen Sinn, weil keine Sprechblasen sind. Obwohl wir ja auch bei diesem Prozess schon gelernt haben, dass man, dass nicht immer Sprechblasen überhaupt dabei sein müssen. Dass man es auch manchmal einfach so machen kann. Oder? Das war doch schon mal so, ne? Bei den 10 Wachen nämlich, bei den Rittern da. Aber kommt da jetzt sonst noch irgendwas? Ja, oder halt, ich meine, ich kann ja nicht während ich gerade angreife, präsentieren. Ich würde am liebsten jetzt was präsentieren. Und zwar nämlich, das hier, den Wachenbericht. Stets bewachten, es gab keine Eindringlinge, genau. Also die sind da, da steht nichts davon, dass die irgendwie weggegangen sind oder sowas. Ich würde am liebsten jetzt präsentieren, aber kann ich ja nicht. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Muss ich jetzt schon präsentieren? Einfach irgendwas? Glaube ich eigentlich weniger. Bin mir echt unsicher. Mann ey, ich habe doch keine Ahnung. Ich mache nochmal das hier einfach. Aber das haben wir auch schon. Ich meine, wir haben ja schon alles angegriffen. Da ist ja nichts passiert. Oder ist hier vielleicht irgendwas? Nee. Auch nicht. Hä? Ich check's nicht. Ich glaube, ich brauche gleich wieder einen Tipp sogar. Nee, ich komme nicht drauf. Vielleicht passiert jetzt irgendwas, nachdem wir jetzt wieder durchgelaufen sind einmal. Das wäre das alles, was ich zu sagen habe. Nee, das kennen wir auch schon. Den Text hier. Ja. Das mit den streng vertraulichen Informationen, genau. Kennen wir schon. Ja, okay. Genau. Ja, nee, ich muss einen Hinweis benutzen, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich meine, wo wir vorhin die erste Aussage von ihr angegriffen haben, nämlich die hier, glaube ich. Das war, glaube ich, die erste. Hätten wir ja auch schon auswählen können, dass da irgendwas Komisches an der Aussage. Aber das wäre ja falsch gewesen, oder? Wäre es. Weil danach wurde ja uns von Layton gesagt, ja, hier hast du gut gemacht, da ist nämlich nichts. Aber wir machen mal nochmal, bevor ich einen Tipp benutze, machen wir nochmal das schnell. Und werden da auch ein bisschen durchskippen. So. Ja. Unmöglich, eine Ausgangsgeschichte zu ändern. Ja, genau. Ist dir was aufgefallen? Das könnte man so sagen. Ich meine, schau dir Bella an. Sie sah schon von Anfang an so deprimiert aus. Ja, aber das hat sie damals auch schon gesagt. Ist nichts Neues. Muss ich sie während der Aussage schon? Oder ich. Vielleicht muss ich sie auch doch einfach irgendwo anders befragen. Und es wird mir aber halt nicht angezeigt, was ich wieder mal sehr fies finde. Und da jetzt alles durchzugehen, habe ich keine Lust, ehrlich gesagt.
Deswegen werde ich dann doch jetzt mal Tipps benutzen. Ich glaube, ich muss irgendwo halt irgendwo angreifen, dann irgendwo die Sophie, nicht die Sophie, die Bella beobachten, aber ich weiß ja nicht wo. Deswegen, ich benutze mal einen Tipp. So. Aha, die zweite ist es. Okay. Halt, machen wir. Moment mal! Moment mal! Das müssen Frau Donners Fußabdrücke gewesen sein, ja. So, jetzt kommen die wieder, die dachten, dass es die von der Dominika wären. Ja. Ja. So, ich soll aber immer noch nicht beobachten. Das kommt dann offenbar erst noch. Ach so, oder muss ich jetzt auswählen? Ach, ich muss doch auswählen, dass was merkwürdig ist. Hä? Aber im letzten Part hat doch dann quasi da Layton gesagt, dass das gut war, dass wir das nicht ausgewählt haben, weil da nämlich nichts merkwürdig dran war. Oder ist es so, dass ich zuerst auf die Bella reagieren muss und erst dann darf ich jetzt das hier anzweifeln? Muss ich da die richtige Reihenfolge einhalten oder wie? Hm. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vor allem, weil eben, wie gesagt, im letzten Part Layton gesagt hat, dass es gut war, dass wenn wir keinen Beweis haben, dass wir dann auch nicht, angeben sollen, dass irgendwas komisch ist. Hm. Ich habe in eurer Aussage etwas bemerkt. Etwas für die Lösung dieses Falles äußerst Wichtiges. Die Verteidigung wünscht, dass ihr eure Aussage ändert. Hm. Ihr könnt eure Fantasie nicht im Zaum halten, oder? Die Inquisition hat keine Einwände. Nun gut, die Zeugen wird ihre Aussage ändern. Was, das darf ich einfach so machen? Echt jetzt? Na toll. Die Fußabdrücke hatten keinen Absatz, also bemühte ich mich, so genau wie möglich in sich hineinzutreten. Das greifen wir jetzt mal an. Moment mal! Moment mal. Frau Gloria, wieso seid ihr allein in den Glockenturm gegangen? Es ist, wie ich bereits gesagt habe. Ich war am Stadtplatz, um zu garantieren, dass die Gegend sicher war. Naja, aber ihr habt sicherlich vermutet, dass Arcana sich in der Gegend herumtreibt, oder? Wäre es nicht besser gewesen, den Glockenturm mit Wachen als Verstärkung zu betreten? Verteidiger, ihr habt das Beschwören des Feuerdrachen mit eigenen Augen gesehen, oder nicht? 10 Männer an meiner Seite gegen solche Mächte würde nur für 10 weitere verlorene Leben sorgen. Damit hat sie recht. Davon abgesehen, selbst wenn diese Wachen mit mir gekommen wären, sogar zusammen sind sie kaum so stark wie Flambergs Köter. Dem kann ich nicht widersprechen. Nick, ich denke, mir ist etwas Seltsames an Glorias Aussage aufgefallen. Ja, mir auch. Es wäre wohl eine gute Idee, die Gerichtsakte noch einmal zu durchstöbern, nur um sicher zu gehen. Okay. Sie hatten keinen Absatz. Und sie wollte genau hineintreten in die. Ja, das können wir auf der Skizze ja leider nicht sehen, weil hier ja nur die zweiten Fußabdrücke zu sehen sind, die halt dann quasi oben drauf liegen. Hatten keinen Absatz. Ja, aber das verstehe ich jetzt wieder irgendwie nicht, muss ich zugeben. Also jetzt hier zum Ende hin vom Prozess, da bin ich dann etwas ahnungslos. Ich habe doch schon verstanden, dass Gloria irgendwie böse ist, aber so die genauen Details von den Aussagen, das ist jetzt irgendwie schwierig. Ich meine, angegriffen habe ich ja jetzt schon wieder. Ich denke mal, jetzt muss ich und darf ich präsentieren, was ja auch die Maya gerade eben schon angekündigt oder halt angedeutet hat, meine ich, dass wir in die Gerichtsakte gucken sollen. Ich denke, ich kann jetzt schon präsentieren. Ja, und wahrscheinlich einfach die Skizze der Abdrücke, aber ich weiß nicht genau. Ist das wirklich... Das Rätsellösung ist irgendwie komisch, weil die Skizze zeigt es ja nicht wirklich, weil die zeigt eben nur die zweiten Fußabdrücke, die dann oben drauf gesetzt wurden, aber nicht die ersten. Deswegen... Ich weiß nicht. Das passt irgendwie nicht. Hm. Ja, ich benutze wieder einen Tipp. Wenn ich keine Tipps benutzen würde, dann würde ich, hier die Skizze der Abdrücke präsentieren, jetzt hier bei der Aussage. Aber ich weiß nicht sicher, deswegen benutze ich einen. So. Ja. Okay, ja schon, ne? Weil der Rest macht keinen Sinn. Oder mal kurz überlegen. Die Robe. Macht die Robe Sinn? Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Die Skizze vom Glockenturm.
Macht auch keinen Sinn. Nee, schon die Fußabdruckskizze. Aber ich hab's noch nicht ganz verstanden, wo da jetzt eigentlich der genaue Widerspruch ist, ehrlich gesagt. Die Fußabdrücke hatten keinen Absatz. Ja, aber das weiß ich. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob die ersten Fußabdrücke einen Absatz hatten oder nicht, weil eben hier nur die zweiten zu erkennen sind. Und dementsprechend kann ich nicht sagen, ob ihre Aussage richtig oder falsch ist. Deswegen weiß ich nicht genau, warum das jetzt ein Widerspruch ist. Muss ich zugeben. Wird sich schon noch dann klären. Aber das ist schon richtig, ne? Der Rest macht keinen Sinn, finde ich. Deswegen, dann machen wir halt die Skizze. Einspruch! Aber ich verstehe es noch nicht ganz. Wird sich hoffentlich dann gleich klären. Ich habe hier die Skizze der Fußabdrücke, die im Glockenturm hinterlassen wurden. Frau Gloria, sind das eure Fußabdrücke, die in dieser Skizze zu sehen sind? Es scheint so. Nichts liege mir ferner, als die harte Arbeit der Wachen zu untergraben. Aber die Aufgabe heute Abend war meine allein. In Ordnung. Wenn ihr das so sagt, ist es mir unmöglich, diesen Widerspruch zu übersehen. Verstehe ich nicht. Muss ich ehrlich zugeben, verstehe ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Was sagt ihr da? Frau Gloria, ihr habt Folgendes gesagt. Als ihr die Treppe hinaufgestiegen seid, habt ihr versucht, so genau wie möglich in die Fußabdrücke zu treten. Wenn ihr allerdings die Fußabdrücke betrachtet, die hinterlassen wurden, könnt ihr klar erkennen, dass nicht nur ein Abdruck des Absatzes zu sehen ist, sondern auch der ganze Fuß. Was nochmal? Dass nicht nur ein Abdruck des Absatzes zu erkennen ist, sondern auch der Abdruck des ganzen Fußes. Ja. Wenn ihr euch so bemüht habt, in die Fußabdrücke zu treten, wie kommt es dann, dass in der Skizze Absätze zu sehen sind? Das entspricht der Wahrheit. Allerdings erkennt das Hohe Gericht die Wichtigkeit dieser Kleinigkeit nicht. Hä? Ich versteh's gar nicht erst. Ich meine, ich hab ja nicht gesehen, was die Gloria eigentlich für Schuhe trägt. Ja, ich meine, ja gut, das Problem ist halt, das ist schon richtig, dass, ja okay, das stimmt schon. Auf der Skizze kann man ja sehen, dass auch die zweiten Abdrücke noch ein bisschen Absätze haben, weil eben zwischen dem hinteren Teil und dem vorderen Teil von dem Abdruck ist so eine kleine Lücke. Aber es müssen ja nicht unbedingt riesige Absätze sein. Ich meine, es ist ja auch für Herrenschuhe zum Beispiel gar nicht mal unüblich, dass der hintere Teil halt etwas höher ist und dass dementsprechend dann bei Fußabdrücken da so eine kleine Lücke zwischendrin entsteht. Also ich verstehe noch nicht ganz, was da jetzt eigentlich Felix mir damit sagen will. Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Okay. Es ist in der Tat eine Kleinigkeit, euer Ehren, aber ich habe noch etwas bemerkt. In Frau Glorias Aussage ist ein sehr aufschlussreiches Detail enthalten. Aufschlussreich, sagt ihr? Sie hat ausgesagt, dass sie in die Abdrücke, die bereits am Tatort waren, getreten ist, um ihre Anwesenheit zu verbergen. Naja, das ist etwas seltsam. Um genauer zu sein, wieso waren diese Fußabdrücke überhaupt am Tatort zu finden? Einspruch. Herr Wright. Ja, Herr Layton? Könnt ihr dem Hohen Gericht zeigen, wieso dieses vermeintlich kleine Detail seltsam erscheint? Das kann ich noch nicht. Wer weiß, ob diese Fußabdrücke wirklich so bedeutsam sind. Sollte es von Wichtigkeit sein, welche Folgen hätte es? Das ist es, was wir herausfinden müssen, Herr Wright. Ich bezweifle, dass ihr es zu diesem Zeitpunkt als offensichtlichen Widerspruch deklarieren könnt. Er kann es wohl nicht lassen und muss mit seinen 9-mal klugen Hirn angeben. Das reicht. Frau Donner. Frau Gloria, wie konntet ihr nur... Wie konntet ihr uns einfach zurücklassen? Wie konntet ihr uns verraten? Oh. Verraten? Zeugin, was soll das? Frau Gloria, ihr seid die Gebieterin des Purgiswaldes. Ihr seid verantwortlich dafür, uns unsere Aufgaben zuzuteilen. Was? Okay, jetzt zieht sie es auch ein, die Bella. Dieses elende Mädchen ist nur eine abscheuliche Ausgeburt von Magie. Ihren Worten kann man nicht glauben. Bürger Labyrinthias, beantwortet mir diese Frage. Bin ich nicht eine treue Tochter dieser Stadt? Nein, ihr lügt, Frau Gloria. Als ich dort oben auf dem Glockenturm gewartet habe, habe ich diese Robe nicht abgelegt. Frau Gloria, Ihr habt ebenfalls eine solche Robe getragen, oder nicht? Könnt ihr euch nicht daran erinnern? Unsinn. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe es lediglich geschafft, an diesen mächtigen Wachen vorbeizuschleichen. Das ist wahrlich keine schwierige Aufgabe. Ja, ihr habt recht. Das wäre wahr, wenn ihr allein umhergeschlichen wärt. Allein? Zeugin,
erklärt, was ihr meint. Genug. Hört mir gut zu. Macht so weiter und ich sorge dafür, dass dieser Gerichtssaal das letzte ist, was ihr seht. Das kümmert mich nicht. Das Ende ist fast gekommen. Nach den Geschehnissen heute sollte ich nicht hier sein. Frau Dorner, ihr sagt, Frau Gloria war nicht allein zur Zeit des Unglücks? Das stimmt. Frau Gloria trug die Robe der Nacht. Und unter der Robe war ein junges Mädchen, bewusstlos auf ihrem Rücken. Was? Ein Mädchen könnte das... Ja. Es war das Mädchen, das dort oben im Käfig gefangen ist. Ihr meint... Sophie den Narrateur? So, Gloria, was sagst du jetzt? Ruhe, Ruhe! Die Angeklagte wurde also den Glockenturm hochgetragen? Hohes Gericht, ich habe nichts mehr zu sagen. Hier steht das Wort der Großinquisitorin gegen das einer Hexe. Sagt, wem wünscht ihr zu glauben? Frau Gloria, ihr wisst besser als alle anderen, dass es keine Sache des Glaubens ist. Ich fürchte, diese Worte sind hier nicht von Bedeutung. Das Einzige, was in diesem Gericht von Bedeutung ist, sind Beweise. Würdet ihr mir zustimmen, Herr Wright? Ja, absolut, Herr Layton. Nun gut, die Spannung steigt, nicht wahr? Das stimmt ja. Verteidiger sagt, habt ihr Mittel, um eure Anschuldigungen zu belegen? Meint ihr tatsächlich, ihr könnt beweisen, dass ich Großinquisitorin Labyrinthias die Angeklagte auf dem Turm getragen habe? Wenn ich sie mir so ansehe, scheint es, als hätte Bella nichts zu Glorias kleinem Geheimnis sagen sollen. Aber sie hatte genug von ihrem Theater und hat den Mut gefunden, die Wahrheit zu sagen. Ich lasse nicht zu, dass das umsonst war. Mir ist egal, wer sich mir den Weg stellt. Ich bringe die Wahrheit ans Licht. Euer Ehren, die Verteidigung möchte Beweise vorbringen, die klar zeigen, dass Frau Gloria die Angeklagte getragen hat. Fällt mir gar keiner ein, ehrlich gesagt. Nun gut, Verteidiger, es habe ich gestartet, diese Beweise vorzubringen. Ich muss es zeigen. Zeigt uns, was beweist, dass Frau Gloria die Angeklagte den Glockenturm hochgetragen hat. Ah ne, okay, ich darf schon. Hier so, ich dachte, ich müsste mit der Lupe zeigen. Okay, das ist jetzt interessant. Was denn, wenn ich die Zusammenfassung einfach zeige? Ich meine, Sophie muss... Ja, nee, das macht ja aber keinen Sinn. Sophie muss ja irgendwie nach oben gelangt sein. Auch. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Zeigt uns, was beweist, dass Frau Gloria die Angeklagte in den Glockenturm hochgetragen hat. Die Apparatur? Aha. Glockenturmskizze, Wachenbericht, Skizze der Abdrücke oder der Anhänger? Ja, na, ich weiß, ist schwierig. Ich habe vielleicht eine Idee. Das ist aber jetzt nicht einfach. Ich meine, wir wissen ja, dass die Gloria dann eben die Bella überwältigt hat. Und anschließend hat sie ja dann die Bella da halt irgendwie nach oben gebracht. Noch ein Stockwerk weiter nach oben. Um das überhaupt schaffen zu können, brauchte sie ja beide Anhänger. Sowohl ihren eigenen, als auch den von Sophie. Und deswegen musste Sophie irgendwie da nach oben gelangt sein. Die andere Möglichkeit wäre natürlich noch einfach, dass die Gloria halt einfach der Sophie den Anhänger geklaut hat. Deswegen, sie müsste nicht die komplette Sophie mit nach oben nehmen, sondern halt nur ihren Anhänger. Aber das wäre eine Erklärung dafür, warum Sophie vielleicht da oben hätte sein müssen, weil es beide Anhänger braucht, um dann die Bella da oben zu verstauen, quasi. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre auch die beste eigentlich, finde ich, weil der Rest passt nämlich irgendwie nicht. Die Skizze passt nicht, die Skizze der Abdrücke passt auch nicht. Der Wachenbericht passt auch nicht zu der Aussage. Die Apparatur eben. Ich weiß halt nicht, ob ich die Apparatur oder dann den Anhänger präsentieren soll, aber eigentlich die Apparatur, weil der Anhänger, den wir hier als Beweismittel haben, ist ja der von der Gloria und nicht der von Sophie, wie wir mittlerweile wissen. Deswegen will ich dann die Apparatur wahrscheinlich präsentieren. Oder die Robe, was ist damit? Dass Gloria die Glockenturm hochgetragen hat. Die Bella trug als Jagdwaffe, ist sichtbar nur für Purgiswaldbewohner. Ja, eigentlich nicht, weil es gab ja auch zwei verschiedene Roben. Es gibt ja einmal die hier und dann noch die andere von der Bella eben.
Das ist aber irgendwie übrigens auch komisch, dass es zwei verschiedene gibt. Wo ist denn die eine dann hin? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Aber gut. Ja, ich werde dann wahrscheinlich beim nächsten Mal... Oder, ja, eigentlich will ich's, muss ich es fast jetzt machen, weil ich will nämlich nach dem Part ganz gerne speichern. Deswegen, ich mach's mal noch jetzt, aber direkt nachdem ich präsentiert habe, werde ich dann den Part beenden. Ziemlich fies, ich weiß, aber ich möchte ganz gerne jetzt nach dem Part hier speichern und ich kann gar nicht speichern, leider, ist immer ein bisschen doof. Deswegen, ja, will ich jetzt einen Tipp benutzen? Eigentlich nicht, weil das würde jetzt die Spannung ein bisschen dann doch killen. Und ich bin mir ja so halbwegs sicher. Ja, aber ich weiß, es sind schon viele Schritte, die man da im Kopf dann so durchmachen muss. Vielleicht irgendwie zu viel, vielleicht denke ich da ein bisschen zu umständlich, fast. Weil man muss ja bedenken, dass sie halt die Sophie deswegen mitgetragen hat, damit sie an den Anhänger kommt, an den anderen auch, damit sie dann die Apparatur richtig bedienen kann, damit sie dann die Bälle da oben verstauen kann. Das sind viele Schritte, die man da auf einmal bedenken muss und das ist nicht ganz naheliegend, finde ich. Und deswegen vielleicht auch falsch, weil es halt zu kompliziert ist, fast schon. Aber der Rest macht eigentlich gar keinen Sinn. Am ehesten noch die Robe irgendwie. Ich wüsste aber nicht wie. Und für die Apparatur habe ich wenigstens eine Erklärung dafür, wie es sein könnte, dass es halt ein Widerspruch ist. Oder eher was beweist, meine ich. Oder will ich irgendwas. Warte mal, will ich irgendwas im Lieber Magier. Ich kann auch was im Lieber Magier natürlich präsentieren. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Somnus? Hat die. Gloria Somnus gewirkt bei der Sophie. Ja, aber das lässt sich ja nicht beweisen. Das ist auch dann eine haltlose Aussage. Oder Inferno macht auch keinen Sinn. Ne, keine Ahnung. Profile? Kann ich da irgendwas präsentieren? Ich glaube eher weniger. Profile habe ich bisher fast noch nie präsentieren müssen. Der Schöpfer, Gloria, Nora. Warum ist eigentlich Nora hier? Keine Ahnung. Ach stimmt, weil die zur Tatzeit bei ihr war, richtig. Das ist übrigens auch komisch, ne? Nora war bei ihr, aber es wurden ja keine Fußspuren oder Pfotenspuren von der Nora gefunden. Aber die Sophie wurde ja von der Gloria getragen. Und die Gloria hat ja wohl nicht auch die Nora noch mitgetragen, oder? Das macht irgendwie auch wieder keinen Sinn. Mit der Nora dann, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich werde ja auf jeden Fall dann mal ohne Tipp die Apparatur präsentieren. Und mal gucken, ob das stimmt. Ich glaube, es ist falsch irgendwie. Ich habe ein ungutes Gefühl, muss ich zugeben. Ich benutze mal keinen Tipp, wenn ich einen Fehler mache, dann passt schon. Ich benutze mal keinen Tipp und los. Nimm das! Ja, falsch. Shit. Und was, sofern die Frage startet, soll das heißen, Verteidiger? Okay, ist falsch. Gut. Aber ich darf immer noch nicht speichern. Ernsthaft? Ich darf nicht speichern, na toll. Okay. Wie bitte? Herr Wright, ich sage das wirklich ungern, aber ich fürchte, ich habe eure Fähigkeiten überschätzt. Layton, ganz ruhig. Ist alles nicht wert, den Platz des Verteidigers einzunehmen? Nehmt euren merkwürdigen Papagei und verlasst dieses Gericht jetzt. Was soll das denn? Aber ich meine, das war doch richtig, oder? Das ist ein Beweis dafür, warum die Sophie auch da oben hätte sein müssen. Es war nicht unbedingt, ich meine, es geht auch eben so, dass sie einfach der Sophie halt den Anhänger entreißt. Aber eigentlich nicht, weil der Anhänger von Sophie, den trägt sie ja immer noch und der ist immer noch ganz, ohne irgendwelchen Schaden. Und das wäre doch eine Erklärung dafür, weil sie musste die Apparatur irgendwie bedienen können. Und wir wissen mittlerweile, dass es nur geht, wenn sie beide Anhänger hat. Und der andere, der ist noch bei Sophie. Deswegen musste die Sophie auch irgendwie mit nach oben. Merkwürdiger Papagei, sag mal, ne, Cookie ist doch gar nicht hier. Ich denke, sie meint dich. Nick, willst du hier rumstehen und zusehen, wie ich beleidigt werde? Absolut, willkommen in meiner Welt, Maya. Egal, die Verteidigung bittet um einen weiteren Versuch. Bitte versucht, euch diesmal klarer auszudrücken, Herr Wright. Na, das war doch auch richtig, komm schon. Na gut, dann brauche ich doch einen Tipp, weil ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja alles durchgegangen. Warum hat sie ein Beweis dafür, dass die Angeklagte hochgetragen, dass Sophie hochgetragen wurde von der Gloria? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, keine Ahnung, hä. Vielleicht doch einfach wieder die Skizze, weil halt dann die Sophie ansonsten nochmal extra quasi ihr Abdrücke haben müsste, aber ja, nee, das ist bestimmt auch nicht unbedingt. Nee, ich verstehe es noch nicht ganz. Jetzt den Gedankengang dahinter. Irgendwas doch mit der Robe? Ich brauche einen Tipp, es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Sichtbar nur für Progeswaldbewohner. Ja, aber ich meine, es ist schon komisch, dass es ja offenbar zwei verschiedene Roben jetzt gibt. Das ist schon seltsam irgendwie. Aber ich weiß es nicht. Brauch einen Tipp, ja.
So. Die Robe, die Skizze oder die andere Skizze? Also die ist es nicht. Die Glockenturm-Skizze hier. Oder? Nee, ne? Nee, das macht keinen Sinn. Das ist kein Beweis dafür, dass sie sie hochgetragen hat. Das ist entweder die Fuß... Ja, das kann aber beides sein, ne? Ich weiß es jetzt immer noch nicht. Ich könnte nochmal einen Fehler machen. Ja, schwierig. Ich meine, wir müssen uns ja daran erinnern, dass die Sophie ja letztendlich oben gefunden wurde. Die Sophie musste auch irgendwie nach oben kommen. Aber es wäre ja auch für die Sophie theoretisch möglich gewesen, einfach auf denselben Fußspuren auch entlang zu laufen, wie auch schon halt die Gloria. Deswegen, es wäre für die Sophie dann möglich gewesen, nach oben zu kommen, ohne dass die Gloria sie nach oben tragen muss. Das wäre also dann nicht unbedingt ein Beweis dafür. Aber ich weiß nicht genau, warum ich jetzt die Robe präsentieren sollte überhaupt. Ich weiß noch nicht genau, womit das zusammenhängt. Ich meine, das ist vor allem, das ist ja auch die Robe, die Bella trug, die ich jetzt hier gerade habe. Und das ist ja kein Beweis dafür, dass die Gloria die Sophie nach oben trug. Vor allem, weil es die Robe von der Bella ist. Das hat dann mit der Robe, die sie jetzt gerade trägt, gar nichts zu tun, weil es ja andere sind. Nee, ich weiß es nicht. Ich nehme dann sogar doch ihr... Ja, Robe macht auch keinen Sinn. Es macht beides keinen Sinn. Und hier die Glockenturm-Skizze sowieso nicht. Finde ich. Ach. Kein Peil, ey. Kein Peil. Ich nehme mal dann... Ich werde nochmal einen Fehler machen. Ich nehme mal dann die Skizze der Abdrücke. Nimm das! Okay, das ist es. Ich habe es noch nicht verstanden, wieso. Okay. Ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Beim nächsten Mal werden wir dann herausfinden, was es jetzt soll. Ich weiß es noch nicht, es haben bestimmt einige von euch schon verstanden. Könnt ihr ja gerne dann mal in den Kommentaren schon rätseln, vor allem halt diejenigen von euch, die das Spiel auch nicht kennen, so wie ich. Könnt ihr gerne schon mal rätseln, warum jetzt genau überhaupt die Skizze von den Abdrücken da jetzt gezeigt werden musste. Weil, wie gesagt, die Sophie musste nicht unbedingt hochgetragen werden. Die Sophie hätte ja auch selber auf den exakt selben Fußspuren einfach nach oben gehen können. Und dann wäre da auch kein Unterschied. Und dann wären alle drei oben. Und die Gloria hat die Sophie dann nicht unbedingt nach oben tragen müssen. Verstehe ich noch nicht ganz. Werden wir dann beim nächsten Mal hoffentlich schon noch sehen. Na gut. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.